So, und es geht direkt weiter mit Actionmusik hier. Was ist hier los? Tunnelausgang, ja, ich bin draußen. Überwinde die Quarantänesperre und verlasse den überschwemmten Bezirk. Au, es geht langsam raus hier. Und dann hoffentlich auch. Bekommen wir auch Rache an den Kaisertreuen. Die werde ich garantiert nicht verschonen. Nichts sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt. Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns. Den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute. Tja. Mal schauen, ich bin ja mal gespannt. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Oh. Und was ist. Lichtwand am vorgeht. Wir werden gerastet. Ah, abgeschlossen, okay. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Du hast noch keine besseren Ideen, ja. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tollboys warten nur darauf zuzuschlagen. Wir schalten die Fluglichter ein und sie gehen auf die Jagd nach solchen Menschen. Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Es gibt. Na? Ich sehe, dass du die Barriere aktiviert hast. Nur noch Zeit. Oh, nee, nee, nee. Tja, eigentlich wollte ich ihn ja am Leben lassen. Eigentlich wollte ich nicht Steuerung drücken, sondern mich hinhocken. Na egal, habe ich ihn halt mitgekillt. Kriegen wir hier noch ein bisschen mehr mit. Alter, die hatten ja aber ganz schön was rumliegen. Kugeln kann ich nicht mehr tragen. Brief an Firk. Hey Firk, noch ein Ratschlag zu deinen gierigen kleinen Schatzsuchern im überschwemmten Bezirk. Wenn du dich verirrt hast und der einzige Ausweg das Ratschab-Tor ist, wird dir dieses Werkzeug helfen. Wenn du durch die Tür gelangst, findest du einen Schaltkreis für die Lichtwand, gleich auf der anderen Seite. Am besten komme ich mit, dann kümmere ich mich um die komplizierten Dinge, Craggy. Oh, Kabelwerkzeug kann man also auch hacken. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Weinein kommt, dann haben wir das gleiche Problem, hundertfach. Deswegen müssen diese Idioten mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Okay. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird's einfacher. Neue Valgrid-Tanks sind unterwegs. Endlich! Ich habe Besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Genau. Sehr schön. Tallboy-Befehle. Dieser Generator betreibt die Flutlichter. Zurzeit ist nur einer angeschlossen, aber sobald dieser an ist, werden die Tallboys ihre Patrouille abbrechen und die Wohngebäude angreifen. Jeder da drin, Weiner oder nicht, wird getötet. Alles klar, also könnte ich theoretisch das Ding hier anschalten. Sicherheitsarbeitsprotokoll. Auszug aus einem Sicherheitsarbeitsprotokoll. In den nächsten Tagen werden wir die Anzahl der Abwürfe von solchen Wagen vervielfachen. Das bedeutet zwangsläufig, dass wir es mit einer steigenden Anzahl an Infizierten zu tun bekommen werden, die sich totstellen, weil sie hoffen, so zu überleben. Hier ist der Plan, wie wir den Bereich um das Rutschau-Tor sichern wollen. Schritt 1. Wir stellen einige Blitzpfeiler im Hof hinter dem Hotel auf. Wir errichten eine Straßensperre, aber wir dürfen sie nicht zuschweißen, weil wir nur über diesen Weg den Fluss erreichen können. Allerdings können die Infizierten das auch. Schritt 2. Wir errichten eine Barriere zwischen der Trash Street und dem Old Mosley-Kanal.
Schritt 3, wir installieren mehrere Lichter um das Hotel und die angrenzenden Gebäude. Um das Hotel und die angrenzenden Gebäude besser zu beleuchten. Vielleicht denken sie darüber nach, sich den Öltank der Pfeiler zu nehmen, um das Flutlicht zum Laufen zu bringen. Tun sie das auf keinen Fall. Die Pfeiler müssen ständig im Betrieb sein, um den Hinterhof zu sichern. Alles klar, wo ist denn der Pfeiler hier? Alter, voll zerstückelt. What the fuck? Ah ja, ich wollte nochmal eine Sache nachgucken. Knochenartefakte. Weiner bewirken weniger Schaden. Ich will vor allem Beherrschung auf 2 haben. So. Oh, verdammt. Na. Nein! Huiuiuiui. Ist aber ganz schön knapp jetzt. Oh. Scheiße! Ich hab das Ding doch gehackt. Was soll denn die Kacke? Och Mann, leckt mir doch die Klöten. Ihr blöden Pissnaken, ey. Fickt euch. Ja, ist ja gut. Oh, hier noch ganz. Womit? Ist ja nicht so, als hätte ich was geklaut oder so. Die Totenzähler der Stadtwache hier wirklich morgen vorbei. Ja. Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Wein... Alter, wie ich den gekillt hab. Geilo. Nein, das hatten wir. Noch was futtern. Und dann machen wir es diesmal besser. Ups. So. Da ich im Moment noch so das Gefühl habe, ich könnte ja auch eigentlich versuchen, Kontrolle über die zu übernehmen. Oh, noch eine Rune. Das vergesse ich auch immer häufiger. Nach Runen und so einem Zeug zu sehen. Oh, verdammt.
Da bin ich einfach durchgerauscht. Ach, da oben ganz. Alle anderen werden von der Seuche gepackt. Fickt euch. Alter, jetzt gibt's da nicht mal einen Durchgang. Ah, wollt ihr mich verarschen? Jetzt muss ich hier unten einmal lang. Okay. Verflucht nochmal. Ach, das sind hier alles Leichen, alles klar. Nein, och Mann. Musste ich da jetzt runterfallen? Boah, esse ich hier dem das Futter weg. Brief an Alpha, liebster Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause, wir kümmern uns um dich. Hab keine Angst, deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich alleine zu sterben. Bitte tu uns das nicht an, bitte, ich liebe dich. Hast du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter? Ja. Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Okay. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Manche atmen sogar noch. Das Wasser ist so kalt. Und das Letzte, was ich spüre. Wow. Wow, fast runtergefallen hier. Och, Mann, Dishonored. Findest du das irgendwie witzig? So, wie viele Runen habe ich denn? Ich habe derzeit... Wow, 2. Das bringt mir natürlich nichts. Deswegen. Wo kann ich da rüber irgendwie? Wann kommt denn hier der nächste Zug? Ach Mann. Okay, der fährt irgendwie in die falsche Richtung. Flatsch, 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 flatsch. Okay. Am Arsch. Allein schon das... Das... Oh, ne 100er Münze, geil. Alter, das ist echt abartig hier. Der läuft da einfach so durch. Ach, der ist tot. Der auch. Haben ja nicht lange durchgehalten. Ach, hier lang, ja. So, da wir das jetzt haben, würde ich mal sagen, Kugeln habe ich, kann ich nicht noch mehr tragen.
Oh, hier geht's nach oben. Mal schauen. Hören die das? Nee. So, erst einmal ganz kurz Zeit anhalten. So. Hallo? Manipulieren. Hui. So. Ganz entspannt da durchgeschlichen bin ich. So, was haben wir hier? Wanted. Tja, ich bin immer noch wanted. So, ab geht's in die alte Kanalisation von Dunwall. Alter, wie die da gerade abkotzt. Und nun auf dem Weg zurück ins Hounds Pub. Ich habe leider gerade keine Ahnung, wo ich hier bin. Also ich kenne das zumindest nicht. Oh. Das wollte ich übrigens gerade nicht. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Vielleicht gibt es ja gleich so einen A-Moment, wo ich dann so sage, ach so, hier sind wir. Ne, aber den habe ich noch nicht. Oh. Alles klar. Halt's Maul. Gut, da habe ich meine Ruhe. Metallschrank, ein Lebenselixier, sehr schön. Noch ein Artefakt. Eine Rune. Yeah. Alter. Ach, ist hier drunter am Arsch. Fickt euch. Na also. Eine Rune mehr. Schieb ab! Bam, in Zeitlupe, geilo. Alter, ich wurde von Winern gekillt. Scheiße, ich habe die hinter mir gar nicht bemerkt. Egal, ich hatte auch meine Knarre nicht dabei. Ist jetzt erstmal scheißegal gerade. Letzten Spielstand laden. Ach nö. Ach komm, am Arsch. Am Arsch, am Arsch, am Arsch. Hehehe.
Einfach hier kurzerhand durchsprinten. Alter, ich von Anfang an so schnell laufen können, ne? Und so leise. Ich hätte gar nicht geschlichen. Wozu schleichen, wenn man die so geil abwetzeln kann hier alle? Bam! Genau, und natürlich... Wo ist die stinkende Kuh? Was hat die denn da hinten angebetet? Oh, was zu essen, cool. Ah, der ging voll in deine Fresse, ach man. Alter, das ist voll heftig. Anfangs noch so richtig geschlichen und so und versucht keinen zu alarmieren und jetzt metzel ich einfach alles ab, was sich mir in den Weg stellt. Ich meine, ich find's geil so, ne? So ist es nicht, aber... Och man! Warum lade ich... Ich will das doch gar nicht. Es tropft hier ein bisschen. Also ich bezweifle, dass man sich jetzt noch was kaufen kann. Oder so, aber ich nehme trotzdem mal alles an Geld mit. Okay. Zum Hound Pitzbub. Pap. Bevor ich das mache, unterbreche ich nochmal die Aufnahme.